einige Tage vorher waren sie bei einer befreundeten Familie gewesen, wo Frau Falkenstein einen Unterrock mit einigen Taschen darauf genäht bekam, um Sachen und Papiere darin aufzubewahren. Währenddessen schrieb sie einen Brief an Verwandte im Ausland. Es waren mehr Tränen drauf als sonst was. Liebe Gäste, warum heute erinnern? Erinnern an das Schicksal der jüdischen Familien in der Zeit des Nationalsozialismus. Immer wieder werden Stimmen laut, die einen Schlussstrich wünschen. Die Geschehnisse liegen doch schon so weit zurück, heißt es, und kaum noch jemand habe persönliche Erinnerungen an die Zeit. Außerdem, Deutschland habe nun genug gebüßt. Was soll das bringen, heute noch erinnern? Und genügt es nicht, wenn es offizielle Gedenkfeiern gibt, zum Beispiel am 27. Januar, dem Tag der Befreiung von Auschwitz? Aber es steht da, schwarz auf weiß, und einer von der Ortsgruppe hat gerade auf der Straße vor mir ausgespuckt und hat gerufen, geh weg mit deinem Ekelfleisch, du Jude. Ich glaube, sie wollen uns fertig machen, sie wollen uns vertreiben. Max, komm, setz dich erstmal. Zieh dein Mantel aus. Die können uns doch nicht einfach die Metzgerei schließen. Das ist doch unsere Lebensgrundlage, unsere Existenz. Wenn Vater das wüsste, er würde sich im Grab umdrehen. Seit Jahrzehnten sind wir Metzger in Gescher und nie gab es etwas zu beanstanden. Und jetzt wollen sie uns wirtschaftlich ruinieren? Was sind das für Zeiten, wenn wir kein Fleisch mehr verkaufen dürfen? Wovon sollen wir dann leben? Ich weiß es auch nicht. Kein Wort zu den Kindern. Sie sollen nicht merken, wie uns das trifft. Sie sind doch noch so klein. Max, ich habe Angst. Ich habe keine Kraft mehr, gegen diesen Hass anzukommen. Seit über 100 Jahren leben meine Vorfahren hier in Gescher. Wir sind doch Gescheraner, so wie alle anderen auch. Warum lassen sie uns nicht in Ruhe leben und arbeiten? Was haben wir ihnen getan? Die Institution auf das Handdruck.